Piep, 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 piep. Was Hallo. Thank you. 27, okay. Thank you. Bye. Bye. Wie ihr seht, wir sind wieder unterwegs, endlich, denn wir haben den Sommer jetzt mehr oder weniger in und um Deutschland verbracht, hatten einige organisatorische To-Dos auf der Liste, haben die Familie und Freunde mal wieder gesehen, aber jetzt geht's weiter ins nächste Abenteuer und zwar nach Schottland. Wir stehen jetzt hier auch direkt schon in der Warteschlange zur Fähre in Dunkirk in Frankreich. Von hier aus setzen wir nach Dover über und werden dann durch England durch bis nach Schottland fahren. Wir haben uns gegen den Eurotunnel entschieden und auch gegen diese ganz lange Fährverbindung von, ich glaube, Amsterdam bis ganz nach oben, weil wir Zeit haben und dachten, wir nehmen England nochmal mit. Wir haben jetzt auch schon alle Kontrollinstanzen hinter uns, die man zur Ein- bzw. Ausreise durchläuft. Also sowohl einmal den Check-in für die Fähre, dann die Reisepasskontrolle, den Check-out aus der EU, den Check-in nach in die UK. Und das hat auch alles total reibungslos geklappt. Es wurde tatsächlich an zwei Stellen einmal ins Auto geschaut, einmal auch ein bisschen gründlicher mit allen Schränken öffnen und Türen, aber komplett ohne Probleme. Und jetzt warten wir auf die Fähre und dann geht's rüber nach Großbritannien. Wir sind in Großbritannien angekommen. Die Fährfahrt war echt recht entspannt. Wir hatten so gut wie gar keinen Seegang, von daher war das Schiff schön ruhig. Die Fahrt hat insgesamt jetzt 2 Stunden gedauert. Ich glaube, so eine halbe Stunde länger als diese klassische Route von Calais. Können wir auf jeden Fall sehr empfehlen. Also war super entspannter Ablauf. Wir mussten nirgendwo mega lange warten. Das Schiff war relativ leer, so für unsere Fährerfahrung. Und ja, haben jetzt auch schon mal die ersten Kilometer auf der linken Seite der Fahrbahn hinter uns gebracht und bislang klappt es sehr gut. Wir haben vor ungefähr 5 Minuten die Grenze genommen, die quasi gar nicht existent war. Wir sind einfach straight durchgefahren und irgendwann stand da das Schild Welcome to Scotland. Und ja, jetzt orientieren wir uns gerade so ein bisschen. Wir werden wahrscheinlich die ersten Tage in Schottland erstmal im Süden des Landes verbringen. Wir hatten ursprünglich überlegt, schon direkt durch in die Highlands zu fahren. Aber da ist das Wetter die nächsten Tage leider gar nicht so gut, ziemlich stürmisch und regnerisch. Deswegen haben wir jetzt entschieden, hier erstmal im Süden zu bleiben. Da sieht es ein bisschen besser aus. Nutzen hier direkt mal die erste Gelegenheit, Wasser aufzufüllen an einer Tankstelle. Und ja, dann werden wir gucken, wo es uns dazu hin verschlägt.
gefällt es dir? Ha, mega. Ist echt richtig, richtig schön. Das ist, glaube ich, insgesamt so 650 Kilometer gefahren. Linksverkehr, easy. Hast du super gemacht. Echt gut geklappt, also erstaunlich gut geklappt. Und kurzer Take, ich würde behaupten, einen Linkslenker im Linksverkehr zu fahren, ist leichter als ein Rechtslenker im Linksverkehr. Vor allem, wenn es der eigene Linkslenker ist. Ne? Vor allem, wenn es der eigene ist. Darüber könnt ihr jetzt mal nachdenken. In diesem Sinne, wir schauen uns jetzt mal um. Wir haben unser erstes Ziel in Schottland erreicht. Wir stehen jetzt im Galloway Forest National Park. Ein Park, den wir normalerweise ja eigentlich ausgelassen hätten, weil wir ja ursprünglich direkt in die Highlands wollten. Können aber auch jetzt schon mal sagen, nach den ersten Kilometern, dass es sich definitiv gelohnt hat. Wir haben eine kleine Bucht an der Straße gefunden, mit einer richtig schönen Aussicht auf den See. War gar nicht so leicht, hier überhaupt was zu finden heute, weil entweder die Plätze belegt waren oder die Zufahrt sehr, sehr eng und schwer zugänglich für uns. Aber ich glaube, jetzt haben wir einen ganz guten Platz gefunden und werden hier bestimmt ein oder zwei Nächte verbringen. Wir verlassen jetzt nach zwei sehr, sehr entspannten Tagen unseren ersten Stellplatz in Schottland. Wurden gestern tatsächlich noch mit sehr schottischem Wetter überrascht. Hat die ganze Nacht extrem durchgeschüttet und zwar sehr, sehr windig. Aber irgendwie ist es genau das, was wir auch erwartet haben und ja, war sehr gemütlich. Jetzt geht's weiter, den Park erkunden. Wollen heute so eine kleine, so einen kleinen Forest Drive machen und mal schauen, ob wir da ein bisschen was zu sehen kriegen und vielleicht auch einen nächsten schönen Stellplatz finden. Vamos. Narrow streets and dusty roads have lingered on for far too many years. I've wandered down the city taking pity on myself through my fears. This location is 53340 all day. 3,40 Pfund. Okay, das geht ja voll klar. Details im Park. Was hier in Schottland ganz praktisch ist, beziehungsweise vor allen Dingen in manchen Nationalparks, dass man offiziell mit dem Camper übernachten darf. Und zwar dann, wenn man einen self-contained Camper hat, also wirklich eine Toilette an Bord, Müll quasi alles wieder mitnimmt. Ja, super praktisch. Es gibt offiziell ausgewiesene Plätze, die man einfach hier an einem Automaten oder mit einer App, mit der Ring Go App bezahlen kann. Und ja, so darf man einfach offiziell in den Nationalparks, zumindest an manchen Stellen, übernachten. Ist das hier Park? Mhm. Eine Overnight-Parking. Fahr rückwärts trotzdem hier in den Ikea rein. Wir sind jetzt an einem der Highlights an der Raiders Road angekommen, nämlich den Otterpools. Hier soll es, wie der Name schon sagt, Otter geben, aber man liest auch, dass man sie nur selten zu Gesicht bekommt. Deswegen müssen wir schon sehr viel Glück haben, um die vor die Linse zu kriegen. Aber auch so, es ist hier echt richtig, richtig schön. Es ist halt wie so ein, ja, wie so ein Regenwald fast schon. Überall total grün, ganz viele Farne.
Welch seltener Anblick. Ja, man könnte fast sagen, ein nicht vorhandener Anblick normalerweise. Ich habe echt Respekt, dieses Auto zu fahren. Habe immer mal wieder versucht, aber ja, fühle mich einfach nicht wohl mit so einem großen Auto. Aber jetzt hier dachten wir auf so einer Single-Track-Road, da kann man das mal lernen. Voll Linksverkehr direkt. Linksverkehr, einmal, genau. Na, aber ist im Wald nicht so schlimm. Ja. Gibt nur kleine Haltebuchten, von daher. Wir versuchen es mal. Also, let's see, Sprinti. Also anschnallen. Zusammenarbeiten kann. Anschnallen kann sie noch. Anschnallen bin ich pro. Super. Ich kann auch den Sitz verrücken. Ja, sehr gut. Das ist ein Automatik-Sprinti, wäre cool. So, wo fahren wir denn mal los? Im dritten Gang? So, Sprinti, jetzt müssen wir einen Schleifpunkt finden hier. Wupp, wupp. Die Karawane. Wuhu! Der Galloway Forest Park ist mit knapp 8000 Quadratkilometern der größte seiner Art in Großbritannien. Neben unzähligen Wanderwegen und Mountainbike-Trails führen auch zwei Panorama-Drives durch den Park. Auf einem davon, der sogenannten Raiders Road, sind wir unterwegs. Die 16 Kilometer lange Schotterstraße ist zwischen Ostern und Ende Oktober für Besucher geöffnet und führt über schmale Waldwege vorbei an malerischen Viewpoints, Lochs und einer ganzen Menge Bäume. Auch Wildlife soll man hier mit etwas Glück entdecken können. Aber ganz ehrlich, wäre ich tierischer Bewohner dieses riesigen Areals, würde ich mich auch nicht entlang der Touri-Hauptroute aufhalten. Außer vielleicht, ich wäre ein Rothirsch. Doch die größten Landsäugetiere Schottlands haben andere Gründe, warum sie sich hier erstaunlich nah an unsere Kameras wagen. So, das war jetzt unser wahrscheinlich letzter Stopp für heute, die Red Deer Range. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Fühlt sich halt schon so ein bisschen an wie Zoo. Die Tiere haben da zwar super viel Platz, aber dadurch, dass sie gefüttert werden, sind sie dann doch die meiste Zeit vor dem Zaun unterwegs und natürlich sehr zahm. Generell ist es auch mal aufgefallen, dass es eigentlich in Schottland gar nicht so wirklich viele Wildtiere gibt. Vor allem keine potenziell gefährlichen, also weder Wölfe noch Bären. Ja, eben primär dann solche Deers oder eben kleinere Waldbewohner. Aber hat ja auch was, wenn man beim Wandern keine Angst vor wilden Tieren haben muss. Neuer Tag, neuer Ausflug. Wir sind immer noch im Nationalpark und haben die Nacht jetzt ganz entspannt auf dem Parkplatz eines Visitor Centers verbracht. Das ist auch mega praktisch, da kann man dann einfach sich per App einchecken und für 7 Pfund, glaube ich, die Nacht da stehen bleiben. Manu hat heute Geburtstag, deswegen sind wir erstmal ganz entspannt in den Tag gestartet, haben gemütlich gefrühstückt und jetzt sind wir hier auf dem Loch Trwy Circular Trail unterwegs. Das ist ein Rundweg, der rund um einen der bekanntesten Seen hier in der Region führt. Und es ist echt schön. Wir hatten jetzt gar nicht viele Erwartungen, weil wir nicht wussten, was uns erwartet. Aber ja, sind wir weitestgehend allein unterwegs, ganz viel im Wald, überall total grün. Das Wetter hält auch, also alles bestens. Und jetzt schauen wir mal, wie wir zum See kommen. Bei der ersten Wanderung richtig überrascht mit dem Regen. Zum Glück hatten wir alles dabei. Wir haben es ja fast geahnt, dass es nicht ganz trocken bleibt. Aber ja, so scheint es hier zu sein. Eine Minute
alles ruhig und heller Himmel und dann kommt's runter. Also zusammenfassend kann man sagen, dass wir heute zu vorschnell mit unseren euphorischen Bilanzen sind. Wir haben gerade noch gesagt, voll gut, heute kein Regen. Zack, Regen. Dann haben wir uns gerade mehrfach gesagt, wie toll es ist, dass hier das mit den Midgets, also mit den Mücken hier nicht so schlimm ist, wie wir es erwartet hätten, weil die Saison schon so ein bisschen vorbei ist. Diese ganz kleinen Stechfliegen, ja, die überall reinkriechen. Turns out, wir wurden gerade mega zerstochen. Wahrscheinlich, weil es gerade frisch geregnet hat, ja, und gerade überall frisches Wasser ist. Die kommen gerade von überall her. Und wir stehen gerade seit 5 Minuten an einem Punkt. Aber es ist, ja, wir sind da ganz flexibel. Wir waren ja letztes Jahr um diese Zeit in Skandinavien und da war es noch viel schlimmer. Von daher. Ein Kummer gewohnt, aber es ist trotzdem mega schön. Ja, das stimmt. Überlegen wir mal gerade, ob wir die Runde zügig zu Ende laufen, weil der nächste Schauer sich anbahnt oder ob wir wieder zurück zum Auto gehen, was auch nochmal eine Stunde ist. Ja, uns kamen gerade nämlich schon einige andere Wanderer entgegen, die offenbar sich dagegen entschieden haben, die Route zu Ende zu laufen. Und wenn man da hinten rüber guckt, ja, sieht es auch gar nicht so gut aus. Und was ist dein Fazit zur ersten Wanderung in Schottland? Ja, war schön, tatsächlich. Fand ich auch. Eine schöne Tour. Wir haben es dann doch zu Ende gebracht. Wir sind dann doch noch die Runde zu Ende gelaufen. Es hat nicht mehr geregnet. Voll gut. War es echt cool. War es so 10 Kilometer und ja, von Einstieg richtig gut. Und jetzt gibt es erstmal Geburtstagskuchen. Aber auch nichts. Okay. Und bei mir ist tatsächlich gar nichts. Also. Ein Balken LTE. Wir haben den Forest Park jetzt verlassen und fahren jetzt in Richtung Glasgow und Loch Lomond. Das ist so die nächste Ecke, die wir uns rausgesucht haben. Wir merken allerdings gerade zunehmend, wie schwer es ist, hier Plätze mit Internetverbindung zu finden. Das hatten wir schon so ein bisschen befürchtet. Wir hatten uns natürlich auch vorher informiert, wie das so ist. Und 5G gibt es in Schottland generell so gut wie gar nicht. Eigentlich nur wirklich im Dunstkreis der Städte. Aber selbst 4G und 3G sind hier manchmal sehr, sehr rar. Und ja, es kristallisiert sich gerade so zunehmend heraus, dass alles, was wir so an Plätzen ansteuern, die dann irgendwie auch Potenzial haben, da zu übernachten, leider sehr oft ohne Internet auskommen. Und das ist natürlich manchmal total okay, so wie gestern zum Beispiel, als wir wandern waren, da hatten wir auch kein Netz, aber da war es Geburtstag und wir wussten sowieso, dass wir jetzt nicht groß drauf angewiesen sind. Aber so allgemein führen wir ja eben auf Reisen auch einen mehr oder weniger normalen Alltag, haben unsere beruflichen To-Dos und im Prinzip alles, was wir tun, hängt auch am Internet. Und das ist gerade wirklich eine kleine Herausforderung. Da müssen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen eingrooven, denn ja, so blöd es ist, können wir leider nicht mehrere Tage ohne Internet irgendwo verbringen. Wollen natürlich aber auch gleichzeitig nicht jeden Tag den Platz wechseln oder innerhalb eines Tages immer wieder woanders hinfahren, um dann erst was erleben zu können, dann wo arbeiten zu können und dann irgendwo übernachten zu können. Das alles zu kombinieren, dann auch eben immer mit der Frage, wo darf man stehen? Das ist natürlich auch nicht überall erlaubt. Ja, da dürfen wir auf jeden Fall uns jetzt noch so ein bisschen reinfinden. Und ja, schauen jetzt mal, wie wir es heute handhaben. Aber ich schätze, wir müssen weiterfahren. Das ist nämlich an sich echt ein ganz schöner Platz, auf dem wir gerade stehen, mit so lauter Parkbuchten, wo man auch übernachten dürfte. Direkt am Wald und in der Nähe von Wasser. Bisschen windgeschützt. Also es ist wirklich eigentlich genau das, was wir uns vorstellen. Man hätte auch ein paar so kleine Touren machen können. Also es ist auch so ein Naturpark hier auf der Ecke. Aber wir haben auch Arbeits-to-dos und werden heute ein paar Stunden auf jeden Fall was am Laptop machen müssen. Und das geht ja leider nicht. Also geht die Suche weiter.
sind jetzt in die nächste größere Stadt gefahren, auch wenn das eigentlich nicht unser Plan war, aber wir haben gesehen, dass hier auch sonntags die Geschäfte aufhaben und wir werden jetzt mal einen Vodafone-Shop ansteuern, um uns zumindest mal für unseren Router eine lokale SIM-Karte zu kaufen. So, die SIM-Karte haben wir uns gekauft. Leider kriegen wir trotzdem mit unserem Router aktuell keine Verbindung. Also das Problem hat sich jetzt nicht wirklich gelöst. Waren alle super nett und haben jetzt theoretisch eine Unlimited-Karte für Vodafone. Müssen jetzt nur noch rausfinden, wie wir es schaffen, unser Gerät zum Laufen zu bringen, um es dann hoffentlich auch nutzen zu können. Das ist immer schwierig. An sich ist es echt ein ganz guter Deal. Wir haben jetzt, glaube ich, 40 Pfund gezahlt für Unlimited Daten, also 50 Euro umgerechnet. Was, wenn es funktioniert, wirklich gut wäre. Ja, voll. Aber ja, jetzt müssen wir mal gucken, was hier das Problem ist. Wir fürchten fast, es ist ein größeres, denn die Mitarbeiter haben sich jetzt echt bestimmt eine halbe Stunde Zeit genommen. Ja, voll, auch schon zu dritt. Bis über die Öffnungszeiten des Ladens hinaus. Aber keine Chance. Man hat gerade ein Stück von einer leider nicht mehr so genießbaren Gurke fallen lassen. Das wurde sofort von einer riesen Möwe angegriffen. Ein Riesenstück Gurke ist weggeflogen. Ja, guck mal, jeden Tag eine gute Tat. Wir haben kein Internet, aber wenigstens hat die Möwe eine Gurke. Einen gesunden Abend auf jeden Fall. Schön. Guten Appetit. Ja! I fixed it. Oh Mann, ey. Ey, das war jetzt echt so ein Krampf. Der ganze Tag ist vorbei. Wir haben Stunden jetzt damit verbracht, das irgendwie zu recherchieren, was das Problem mit unserem Router sein könnte. Und jetzt habe ich nochmal neu recherchiert wegen der, also es ging die ganze Zeit um das Thema APN, welche Settings man da wählen muss. Und ich habe auch den Vodafone-Mitarbeiter gefragt, ob die Settings, wie der Router sie automatisch wählt, richtig sind. Ja, die seien richtig. Die waren aber nicht richtig. Und jetzt haben wir online nochmal nachgelesen und jetzt manuell quasi die richtigen Daten nachgepflegt und jetzt funktioniert es. Wow. Richtig gut. Wow, wow, wow. Call me a pro. Profi. Profi-Girl. Check. Zu mir. Ah, ich muss Auto fahren nebenbei. Es ist rot, die Ampel. Links übrigens, das heißt, immer noch. Heißt in England, in Schottland auch nicht weiterfahren. Ja, ja, genau. Wir sind jetzt nicht mehr ganz so weit gekommen wie geplant heute. Eigentlich haben wir schon einen Stellplatz rund um das Loch Lomond angesteuert. Aber wie das so oft so ist im Vanlife, lief der Tag einfach komplett anders als geplant. Und ja, wir haben uns sehr lange mit Dingen aufgehalten, die eigentlich heute Morgen noch gar nicht auf unserer Agenda standen. Aber mit gutem Ausgang, jetzt haben wir zumindest Internet und haben auch einen ganz schönen Stellplatz gefunden. Auch wieder an so einem kleinen See und stehen hier ganz alleine. Jetzt drehen wir noch eine kleine Runde an der frischen Luft und dann geht's morgen wieder weiter in die Natur.